So, das ist jetzt der Teil meines Inputs. Ich werde noch mal etwas sagen zum Auftrag, zum methodischen Vorgehen und dann auch noch mal etwas, was mir immer ganz gut gefiel bei der Arbeit an der Studie. Das ist, dass wir versucht haben, in einem ständigen Austausch mit den Stakeholdern, den Akteuren und der Community zu bleiben. So. Es gab im letzten Jahr zwei große Vorhaben zum Thema OER, die die OER-Aktivitäten in Deutschland unterstützen sollten. Das eine war das Projekt Mapping OER, man kann schon mehr, von Wikimedia Deutschland, das das Ziel hatte, die Wege zu finden, um OER in der Bildungslandschaft in Deutschland zu stärken. Das war das Ziel. Und parallel dazu bekamen wir vom Deutschen Bildungsserver den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb einer OER-Infrastruktur in der Bildung zu eruieren. Das Ziel dabei war, eine geeignete Form zu finden, auf welche Art und Weise OER in Deutschland zur Verfügung gestellt werden können. Und das Ziel dieser Studie war es, eine Grundlage für künftiges Planen und Handeln zu bieten. Nochmal eine Anmerkung zum politischen Kontext. Es gibt eine Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die sich mit dem Thema Open Educational Resources beschäftigen. Und die haben letztes Jahr, Anfang des Jahres, einen Bericht veröffentlicht, in dem nochmal Handlungsempfehlungen gegeben wurden. Und eine davon war, dass festgelegt wurde, dass eine vorrangige Maßnahme sein soll, dass man Plattformen im Internet überprüfen bzw. untersuchen sollte, wie... jetzt habe ich einen Hänger. Ganz kurz. Die KMK hat empfohlen, den Aufbau und zu überprüfen, bzw. Maßnahmen zu identifizieren, die den Aufbau und die Unterstützung bestehender Plattformen im Internet für OER-Materialien untersuchen, wobei die Spezifika unterschiedlicher Bildungsbereiche berücksichtigt werden sollten. Hier nochmal eine Kurzfassung der Ziele der Studie. Einmal ging es um Überprüfung von Möglichkeiten, OER-Materialien gebündelt zur Verfügung zu stellen, und zwar unter zwei unterschiedlichen Möglichkeiten. Einmal sollte überprüft und überlegt werden, ob eine neue Plattform aufgebaut werden muss, oder aber ob bereits bestehende Plattformen und Initiativen im Internet gefördert werden bzw. unterstützt werden sollten. Und auch hier wiederum nochmal der Hinweis darauf, dass es in den einzelnen Bildungsbereichen untersucht werden sollte. Nochmal eine etwas differenziertere Darstellung der Ziele der Machbarkeitsstudie OER. Das ist einmal, es sollte eine Ressourcenabschätzung vorgenommen werden zum Aufbau und zum Betrieb der erforderlichen Ressourcen, dann eine Spezifizierung der Systemkomponenten, und das werde ich jetzt gleich nochmal erläutern. Es geht in dem Fall tatsächlich um so etwas, auf welche Art und Weise kann etwas zur Verfügung gestellt werden. Einmal in Form eines Repositoriums, in Form eines Referatoriums, aber auch zu überlegen sozusagen, welche Formen von Kombinationen und Zusammenspielen möglich sind. Zielgruppe der Studie, das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, waren oder sind Politik und Bildungsadministration, und es geht vorwiegend um eine Handlungsgrundlage anzubieten zum weiteren Planen. Der Zeitraum war von April bis Oktober 2015, also relativ sportlich. Ganz kurz nochmal eine Erläuterung zu dem Thema, was sind eigentlich Repositorien und was sind Referatorien? Hier nur eine ganz kurze Veranschaulichung: Es gibt im Internet unterschiedliche Ablageorte, also das kann man sich jetzt so als OER-Materialien vorstellen, und es gibt einen direkten Weg der Nutzer, die sich sozusagen zu den einzelnen Ablageorten
einen Zugang verschaffen müssen, beziehungsweise auf diese Ablageorte auffinden müssen. Das kann man auch sozusagen über eine Zentralstelle organisieren, über die diese Sachen zur Verfügung stehen. Und dann geht es darum, sozusagen, auf welche Art und Weise man das macht. Man kann so etwas organisieren, ebenfalls in Form eines Repositoriums oder eines Referatoriums. Und das ist im Laufe der Studie auch überlegt und überprüft und diskutiert worden. Nochmal ganz kurz zu den beiden Formen. Es handelt sich hier um Modelle, um Idealtypen von Infrastrukturen. Das Repositorium hat die Grafik eben schon ein bisschen gezeigt. Es ist ein zentraler Ablageort für OER-Materialien im Internet an einem Ort, an dem sozusagen alles gemacht werden kann. Hochgeladen, bearbeitet, heruntergeladen und so weiter. Der Vorteil ist, dass es die Nachhaltigkeit stärkt. Das heißt also, man kann diese Materialien dafür sorgen, dass die ständig zur Verfügung stehen. Das Problem daran ist, dass natürlich sich sozusagen alle Interessierten und alle Aktiven auf diese eine Plattform dann einigen müssen. Und es entsteht dann ein großes, komplexes System, von dem man dann auch nicht weiß, inwieweit es dann der Schnelllebigkeit des Internet dann auch sozusagen immer weiter betrieben werden kann und aktuell gehalten werden kann. Das sind so die Probleme. Bei einem Referatorium geht es darum, dass vorhandene Materialien im Internet und auch Initiativen, Plattformen vernetzt werden und in Form eines dezentralen Verweissystems zur Verfügung gestellt werden. Der Vorteil daran ist, dass man die vorhandenen Initiativen und Portale zusammenschließen und vernetzen kann und die Auffindbarkeit von OER, die überall im Netz verstreut sind, verbessern kann. Die Probleme, die dabei entstehen, ist, oder die Herausforderungen, mit denen man in dem Fall, im Fall dieses Modells umgehen muss, dass die nachhaltige Verfügung, also dass alle Beteiligten, alle Interessierten, die bei so etwas mitmachen, die Verfügbarkeit der OER-Materialien sicherstellen müssen. Und dann der Nachweis aller Formen, aller Materialien und aller Versionen ist natürlich dann auch nochmal ein komplexes Problem. Das waren jetzt nochmal kurz Ausführungen zu den unterschiedlichen Typen und an dieser Stelle jetzt nochmal ein Hinweis darauf, sozusagen aus welchen Feldern und aus welchen Bereichen wir zu der Studie Experten und Akteure und Aktive eingeladen haben zu den einzelnen Phasen des Projekts. Da waren zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Schule, Hochschule, Weiterbildungseinrichtungen, genauso wie aus Bibliothekszentren und von anderen Bildungsservern. Vertreter aus der Wirtschaft, von Verlagen, Medienproduzenten, Content-Anbietern. Wir haben mit Vertreterinnen und Vertretern von den Sozialpartnern gesprochen, Stiftungen, Verbände, Gewerkschaften, genauso wie die Netzwerke, Kooperationen und die einzelnen Akteure, die es in der OER-Szene so gibt. Und mit diesen ganzen Gruppen und Experten sind wir durch verschiedene Phasen gegangen. Das erste war zwar eine Literaturanalyse, das war jetzt weniger mit den anderen zusammen und auch eine Good Practice Analyse. In der Literaturanalyse gab es nochmal einen Überblick über die vorhandenen Publikationen und Einblick in den Stand der Dinge. Und eine Good Practice Analyse mit einem Blick ins Ausland und die anderen Teile waren dann leitfadengestützte Interviews mit den eingeladenen Experten und Experten, domänenspezifische Workshops, also bildungsbereichsspezifische Workshops und ein Review-Verfahren. Wir haben Leitfäden entwickelt, zusammen mit der Universität Duisburg-Essen, die Interviews durchgeführt, die Auswertungen. Und nach den Auswertungen haben wir die Expertenworkshops zu den einzelnen Bildungsbereichen durchgeführt und dort nochmal die Ergebnisse aus den Interviews diskutiert. Und danach gab es eine Schreibphase, in der wir dann eine erste Fassung des Berichts erstellt haben und haben dann eine Gruppe von Reviewern diesen Text zur Verfügung gestellt und deren Feedback dann auch noch in die Studie einbezogen.
Das ist dann nochmal so eine Veranstaltung, die einbezogen in Institutionen, ins Review. Und wir hatten dann so ein Online-Formular, in der dann sozusagen Statements abgegeben werden konnten zu den einzelnen Verfahren. Hier nochmal ein kurzer Blick auf die Methoden der Studie. Und da kann man dann auch nochmal sehen, sozusagen, dass der Hauptteil darin bestand, dass Interviews, Workshops und Review-Verfahren und das immer in einem ständigen Austausch mit der Community und den Stakeholdern geschehen ist. Okay, vielen Dank. Das nächste wird dann jetzt Ingo Bles machen mit den Ergebnissen. Okay, danke dir. Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt kurz im Überblick die wichtigsten Ergebnisse vorstellen, die die Studie erbracht hat. Also die Sachen, die jetzt hier eingangs nochmal aufgeführt werden, die haben wir jetzt auch in den letzten zwei Tagen auf dem Barcamp auch nochmal intensiv diskutiert und die prägen ja auch den OER-Diskurs seit einiger Zeit. Nur nochmal jetzt hier, dass auch die ganzen Experteninterviews und auch die Workshops genau diese Punkte nochmal bestätigt haben, worin die Potenziale von OER gesehen werden. Also natürlich die Rechtsfragen, die ganz am Anfang standen vom OER-Diskurs, eine effizientere Nutzung bereits vorhandenen Materials, auch besonders aus der Wissenschaft oder aus Kultureinrichtungen. Wir hatten gestern das schöne Beispiel mit den Vogelstimmen aus den Museen. Das wird immer sehr, sehr gerne diskutiert. Man hat kürzere Aktualitätszyklen mit Materialien, die schneller bearbeitet werden können. Man kann auf bestimmte Lernszenarien, Lerntypen eben besser Binnendifferenzierung mit variablem Material einrichten. Und so ist eben auch die Hoffnung, dass über eine geöffnete oder einen freieren Umgang mit den Materialien auch die Sharing-Kultur unter der Lehrerschaft verbessert werden kann und auch, dass nochmal die Bildungsteilhabe unterstützt werden kann. Dazu sage ich gleich auch nochmal einen extra Punkt. Kurz zum Stellenwert von OER in den Bildungsbereichen. Das auch hier nur im Überblick in der Studie ist das nochmal sehr viel detaillierter aufgeschlüsselt, auch unter verschiedenen Aspekten und Kategorien, wie so die Entwicklungsphasen in den einzelnen Bildungsbereichen sind. Wie gesagt, hier nochmal kurz als Schlaglicht in der Schule. So haben wir herausgefunden in den Interviews, Workshops, dass OER da doch schon eine recht starke Bedeutung haben, dass es eine Vielfalt von Materialien gibt, wie wir in den letzten zwei Tagen und auch heute Morgen bei dem großen Finale und auch heute Abend nochmal sehen werden und dass eben auch schon einige Portale im Schulbereich bestehen. In der Hochschule etwas uneindeutigere Gemengelage, aber auf jeden Fall festzustellen, eine zunehmende Bedeutung, auch durch die Entstehung von OER-Materialien durch MOOCs, wobei natürlich die OER- und die MOOC-Diskussion immer so ein bisschen Reibungsflächen haben, aber es gibt ja eben auch eine Reihe von sehr avancierten MOOC-Projekten, wo eben gerade das Material auch als OER-Material zur Verfügung steht. Insgesamt ist festzustellen, steigender Bedarf auch an digitalen Lehr- und Lernmaterialien, einfach durch die Digitalisierung auch der Hochschullehre. Und man kann sagen, das ist ein bereits recht gut diskutiertes und etabliertes, benachbartes Feld ist das Open Access. Also da könnte beispielsweise im Hochschulbereich könnten Lessons Learned aus Open Access dann auch nochmal in die Open Education Resources Debatte übernommen werden. Im Bereich der beruflichen Bildung, Erwachsenenbildung, ist auch die Diskussion und die Bedeutung des Themas angekommen. Es gibt eine Vielzahl von Einzelinitiativen, die sich auch vernetzen, beispielsweise mit dem Hochschulbereich. Ich denke da auch exemplarisch an die Initiativen aus dem Norden, aus Hamburg und Bremen, wenn ich das richtig erinnere, die eben mit der FH Lübeck auch gemeinsam mindestens eine MOOC-Veranstaltung gemacht haben. Und Jöran hat es gestern Abend ja auch nochmal gesagt, also die Erwachsenenbildung hat im Laufe des letzten Jahres sehr stark aufgeholt. Jetzt nochmal zu dieser Ausgangsfrage, die uns umgetrieben hat im Verlaufe der Untersuchung. Was soll sozusagen diese zusammenführende Instanz sein? Eher Repositorium, also eine zentrale Sammelstelle, oder eher Referatorium im Sinne eines Verweissystems, was eben mit Metadaten arbeitet? Und da sind zumindest die Ergebnisse aus den von uns befragten, von den von uns befragten Experten, und das waren, wenn ich auch das richtig erinnere,
aus allen Bereichen, Bildungsbereichen zusammen, sind es an die 60 gewesen, die sich dann auch wieder für die vertiefende Diskussion in den Workshops gesammelt haben. Eine Erkenntnis ist, dass ein zentrales Repositorium aus diesen drei Gründen nicht als konsensfähig erachtet wird. Einmal wegen des Föderalismus, zum anderen eben wegen der Zielgruppenspezifität, wie es hier heißt, den sektoralen Eigenlogiken, will heißen, jeder Bildungsbereich hat eben sehr spezifische Bedarfe von den Zielgruppen, von den Materialarten. Und auch, das hat die Doris Hirschmann eben schon gesagt, wegen der diversifizierten und sehr dynamischen Bildungsmedienlandschaft. Ein System wird wahrscheinlich in diesen kurzen Innovationszirkeln nicht immer alles können. Was eben auch sozusagen als erwünscht von den befragten Experten geäußert wurde, waren bereichsübergreifende Synergieeffekte, weil dadurch eben zwischen den Bildungsbereichen Übergänge auch erleichtert werden, sei es von der Schule in die Hochschule oder von der Schule in die Berufsbildung oder von der Schule zum lebenslangen Lernen. Und das ist auch direkt der nächste Punkt, dass eben das lebenslange Lernen, so wird erhofft, durch eine institutionelle Entkopplung auch nochmal gefördert werden könnte. Die Materialien, dass die einem auch noch zur Verfügung stehen, wenn man beispielsweise die Alma Mater, die Hochschule verlassen hat, nachher für weitere Bildungsprozesse. Aber was eben als Kritik geäußert wird, als Problemlage ist, dass die aktuell fragmentierte Repositorienlandschaft dies noch verhindert und der für fruchtbar und gangbar gehaltene Lösungsansatz ist eben vernetzte Nachweisstrukturen aufzubauen. Auch wieder hier aus drei Gründen. Die Eigenständigkeit dessen, was eben schon da ist, wird bewahrt. Auch die Vielfalt dessen und die Spezifität auch für die einzelnen Bildungsbereiche. Und man muss ja sagen, der OER-Diskurs währt ja jetzt schon einige Jahre und wirklich große auch Graswurzelinitiativen haben ihre feste Nutzerschaft. Und diese Nutzer- und Community-Bindung, die dort schon vorhanden ist, ist ein Wert, der aufgebaut worden ist und der sollte auch erhalten bleiben. Ja, jetzt stellt man sich die Frage, wie denn dieses Referenzsystem, was da angestrebt wird, vielleicht aussehen könnte. Und die nächste Folie ist jetzt rein zufällig gewählt und soll nur veranschaulichen, dass sozusagen ein bestimmter Einstiegspunkt, eine bestimmte übergeordnete Navigation, eine Taxonomie da sein müsste, um über all das, was da zusammengeführt wird, aus verschiedenen Materialien, aus den unterschiedlichen Bildungsbereichen, der Richard wird zu diesem Konstrukt gleich noch einiges mehr sagen, dass da irgendwie gewisse Zusammenführungen und Vereinheitlichen passieren sollten, wenn der Nutzer da ideal durchgeführt werden sollte. Und dass das jetzt nicht kontingent ist, diese Auswahl, dazu habe ich jetzt eben auch nochmal ein anderes Beispiel genommen. Im Grunde ist es wirklich selbst evident, irgendwie müssten die Sachen zusammengeführt werden, eine Klassifikation und eine entsprechende Navigation. Ich habe jetzt mal hier das OER Commons Portal auch nochmal als anderes System daneben genommen, dass eben kategorialer Einstieg auch da ist. Ein zweiter Punkt, der sozusagen auch eine Notwendigkeit darstellt, ist sowas wie nutzerspezifische Filteraspekte. Also Sie sehen das jetzt hier, ich hoffe, das ist in der Auflösung zu erkennen, dass diejenigen, die nach Quellen suchen, ja auch gerne was über die Provenienz erfahren würden. Also eine Quelle, das ist jetzt hier, das Beispiel ist jetzt auch wieder aus dem Schulbereich, man kann sich das aber erweitert vorstellen. Also aus welchem Berufsbildungskontext, von welcher Hochschule kommt das, will ich erstmal bei den Materialien meiner Hochschule gucken, ich irgendwo anders gucke. Und die anderen Filteraspekte gehen eben auch in die Richtung, sozusagen das Nutzerinteresse aufzufangen und mitzunehmen und den Nutzer durch so einen gemeinsamen, auch bereichsübergreifenden Bestand zu leiten. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass irgendwie bei OER auch nach Lizenzen gesucht werden können sollte. Das soll dadurch veranschaulicht werden. Auch hier nochmal das Pendant dazu, dass das jetzt irgendwie kein kontingentes Fundstück ist, das, was ich da vorher gefunden habe, dass eben das in der Logik der Sache liegt und dass irgendwie alle guten Beispiele, die das in der Vergangenheit konzipiert und aufgebaut haben, eben in einer ähnlichen Weise vorgehen müssen, weil das eben die Bedarfslage ist derjenigen, die nachher mit sowas umgehen müssen. Auf der anderen Seite steht eben eine sehr
starke Heterogenität dessen, was man da vorfindet in den einzelnen Repositorien, wenn man sich dahin bewegen will, irgendetwas doch stärker Vereinheitlichendes und Nutzerunterstützendes haben zu wollen, ist man eben mit sehr heterogenem Ausgangsmaterial konfrontiert. Und das wollte ich jetzt einfach in dieser Folie mal veranschaulichen, dass wenn wir jetzt das erste Repositorium nehmen, das CAT steht jetzt nicht für Katzen oder Katzenvideos, sondern für Kategorien, für ein Datenschema. Jetzt haben wir irgendwie ein kurzes Datenschema mit drei Items. Ich habe das jetzt hier mal aufgeführt. Jetzt haben wir das zweite Repositorium, das hat schon ein etwas ausführlicheres, komplexeres Datenschema. Dann haben wir das Glück, dass das dritte Repositorium, ein ähnliches Datenschema hat, was aber hier im Vokabular sich unterscheidet. Also wie kann man da irgendwie Abpassungen hinkriegen? Es sind Synonyme oder es ist fast das Gleiche. Wie kriegt man die Sachen aufeinander abgebildet, dass man nachher die passenden Sucheinstiege hat? Und sprechen diese Sachen überhaupt die gleiche Sprache? Sie sehen zwar, das ist die analoge Struktur mit ein bisschen anderem Vokabular, aber wenn die jetzt miteinander sprechen wollen, macht es der eine vielleicht auf die blaue Art und der andere auf die rote Art. Wie kommen diese Sachen also kommunikativ sozusagen auf Systemebene zusammen? Und der dritte hat auch alle diese Dinge in diesem etwas komplexeren Schema mit 6 Items. Das ist da alles irgendwie drin, aber es ist nicht strukturiert. Also wie kommt man dann dahin, das Ganze dahin zu bewegen, was wir eben so als vorgestelltes Zielsystem vielleicht anpeilen wollen? Dann vielleicht noch ganz kurz zur Frage eben der Metadaten und der Aufeinanderzuführung von Metadaten. Denken wir, dass eben verschiedene Gruppen damit beschäftigt sind und beschäftigt sein werden. Einmal diejenigen, die überhaupt Materialien produzieren, die sind nicht immer so sehr dahinterher, Metadaten auch gleichzeitig mitzuliefern. Es gibt irgendwie sowas wie Fachredaktionen, die das auch schon seit langer Zeit machen, Erfahrungen da gesammelt haben, passende Metadaten zu erstellen, die dann eben auch zielgruppengenau sind. Die Communities können sich selber daran beteiligen, wie beispielsweise in Tagging-Systemen. Und dasjenige, was an Metadaten da ist, kann natürlich auch auf eine bestimmte Art eingesammelt werden, erkannt werden und dann hoffentlich in die entsprechenden Datenfelder auch eingepasst werden. Und dann abschließend mein Punkt noch zur Qualitätssicherung, weil das eben auch einfach nochmal ein wichtiges Ergebnis war und ein viel diskutierter Punkt, immer schon in diesem OER-Diskurs. Es wird eine Reihe von Qualitätsanbietern geben, die gibt es jetzt schon und der Kreis wird sich vielleicht erweitern. Es wird sowas geben wie Redaktionen, die in einem Überblick alles das einsammeln, was für ein bestimmtes Thema wichtig und für gut erachtet wird. Es wird sowas geben wie verstärkt, so hoffen wir, Experten aus der Praxis, die ja mit dem Material arbeiten, ihre Erfahrungen damit machen und das auch im Feedback-Kanal dann in solche Systeme eingeben. Und eben auch sowas wie die Analyse des Nutzungsverhaltens kann auch nochmal Anhaltspunkte geben, wie es mit der Qualität bestellt ist. Also ich denke, das ist auch relativ vollständig. Und wenn Sie mehr umfassende Kategorien, wenn Ihnen mehr dazu einfällt, dann wäre ich neugierig, das von Ihnen zu erfahren. Und dann vielleicht noch ganz kurz, das ist jetzt der letzte Punkt, wie sowas umgesetzt werden kann. Es gibt eben auch Vorlagen, die meines Erachtens wirklich gute Konzepte in der Umsetzung haben. Das ist sozusagen Provenienzangabe. Das wäre sowas wie Redaktionen, die sich mit sowas beschäftigen. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus Wikivice. Sie erkennen es vielleicht an der niederländischen Sprache. Da gibt es eben Redaktionsgruppen, die sich mit bestimmten Themen wie hier Umweltbildung beschäftigen und das dann am einzelnen Material auch kenntlich machen. Es gibt sowas wie Community-Bewertungen. Und wenn man auf die Nutzung geht, kann man das eben auch nochmal, ich habe es jetzt hier nicht nochmal in dem Screenshot, aber wie oft wurde so ein Item aufgerufen, wie oft wurde es heruntergeladen und wie können über bestimmte Nutzersammlungen dann auch nochmal entsprechende Empfehlungen generiert werden. Das kurz im Überblick zu den Ergebnissen und Richard Hein stellt jetzt nochmal ein Lösungsmodell für diese Problematik vor. Vielen Dank. Ja, danke schön und auch einen guten Morgen von mir. Geht das? Ja. Genau, das Ziel der Studie war ja nicht, jetzt irgendwie eine Infobroschüre zu machen, die breite Öffentlichkeit adressiert, sondern letztendlich war das Interesse des Auftraggebers, des BMBF, irgendwie Empfehlungen zu haben, was sollen wir denn in Zukunft irgendwie machen? Also wie sollen wir hier weiter fördern und was für Komponenten müssten da im Bereich der Infrastruktur
gefördert werden. Wir haben die drei Bildungsbereiche da mal aufgeführt und haben festgestellt, das ist mit dem Blauen irgendwie angedeutet. Es gibt schon eine ganze Reihe von Repositorien, wo ich heute schon Material finden kann. Zum Teil sind da auch schon die CC-Labels drauf, zum Teil sind es aber auch andere Materialien. Und die erste Empfehlung, wenn man sich das genau anguckt, ist, dass das eigentlich noch nicht reicht. Und unabhängig davon, dass ich eine Infrastruktur brauche, macht es eigentlich Sinn, eben tatsächlich auch zu sagen, in bestimmten Bildungsbereichen, wo es die noch nicht so häufig gibt, macht es auch Sinn, von staatlicher Seite aus Repositorien und die Erstellung auch exemplarischer Materialbestände zu fördern. Das kann themenspezifisch sein, wenn ich was habe, was gerade besonders wichtig ist, weiß ich nicht, Inklusion, die Flüchtlingskrise als aktuelle Beispiele oder eben auch Bereiche, in denen es noch nicht so viele Repositorien gibt, vielleicht im Bereich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Darüber hinaus ist es eben dann wichtig, dass diese ganzen Repositorien dann eben auch über Verweissysteme miteinander verbunden werden, die durchaus ja erstmal auch bereichsspezifisch sind, dass ich eben sage, es sind einzelne Landesbildungsserver zum Beispiel im Bereich der Schule, die Materialien verschiedener Repositorien verweisen. Das muss ein bisschen miteinander vernetzt werden, dass man die eben besser aufeinander bezieht und dass man da auch explizit nochmal den Ausbau des Bereichs OER mitdenkt. Wir haben viele Verweissysteme, die im Moment aber noch nicht, was der Ingo eben auch gezeigt hat, darauf hinweisen, habe ich denn hier gerade eine CC-Lizenz, welche Lizenz habe ich, also diesen Ausbau der bestehenden Verweissysteme da nochmal zu fördern, wäre die zweite Empfehlung. Was eben schon zweimal angeklungen ist, ist, dass wir eigentlich in OER auch die Möglichkeit sehen, im Bereich übergreifend zu arbeiten. Und das ist was, was es im Moment eigentlich noch gar nicht gibt, dass wir sagen, wir haben Referatorien, die wirklich versuchen, Sachen aus der Hochschule zum Beispiel für die Schule wirklich nutzbar zu machen. Wir haben zwar Repositorienanbieter, die Material in der Hochschule entwickeln und das für Schule nutzbar machen, aber dass das eben übergreifend gesucht und gefunden werden kann, das ist im Prinzip noch nicht da. Und das wäre so eine Sache, dass man sagt, wir brauchen eigentlich auch die Förderung Bildungsbereichs übergreifender Verweissysteme. Und jetzt sieht man, dass das so eine relativ zufällige Vernetzung zwischen den ganzen Repositorien und Referatorien sind. Und was wir dann als quasi Hintergrunddienst vorgeschlagen haben, ist etwas, das hier als MDAS, als Metadaten-Austausch-Service bezeichnet haben. Wir haben die Situation, dass wir ganz viele Systeme schon haben und ganz viele Leute auch schon an ihren Systemen arbeiten. Und wir hatten gestern eine Session zu Metadaten und da hat einer gesagt, also ich würde ja lom.de empfehlen. Und dann sagt der andere, nee, LMRI ist viel besser. Und dann hatten wir innerhalb von 5 Minuten eine Liste von, ich weiß nicht, wie vielen Metadaten-Services, Standards, die man nutzen sollte. Und dann sagte einer, ja, wenn jetzt irgendwie jeder sagt, ein anderer ist der Richtige, dann nehmen wir gar keinen von denen, sondern machen 9. Und das ist wahrscheinlich auch Quatsch, sondern was wir eigentlich brauchen, ist ein gutes Übersetzungstool, das in der Lage ist, diese einzelnen Metadaten aufeinander zu übersetzen. Und das genau ist im Prinzip die Idee dieses Metadaten-Austausch-Services. Und wie sich das insgesamt darstellen kann, haben wir in einem zweiten Bild dargestellt. Als erstes ist, dass es hier durch die roten Pfeile markiert ist, dass letztendlich von den OER-Anbietern, von den Repositorien, die Metadaten irgendwie in dieses System der Referatorien übergeben wird. Entweder kommt ein Referatorium hin und sammelt die da automatisch mit einem Robot, wie Ingo das eben auch gezeigt hat oder gesagt hat, oder es sitzen Redakteure bei Bildungsservern und gucken sich Material an und erstellen die Metadaten. Oder es sind User, die sagen, ich tagge das mal frei und beschreibe das, wie ich das in meinem Bildungskontext genutzt habe. Das landet dann erstmal bei den verschiedenen Referatorien. Und es kann natürlich auch sein, dass eine Ressource einerseits von einem Redakteur in einem Bildungsserver beschrieben wird, von einem anderen Dienst kommt ein Robot und liest aus, ob da irgendwelche Metadaten sind oder ob ich das über Textmining näher beschreiben kann oder ob ich maschinenlesbare Lizenzen finde. Und dann hat ein dritter Service vielleicht noch Userdaten eingesammelt. Das heißt, zu einer Ressource liegen auf einmal ganz viele Metadaten auf unterschiedlichen Systemen. Und diese vielen, vielen Metadaten sammelt der MDAS ein und hat die dann quasi alle in einem und führt die zusammen.
Das ist die Idee, dass ich im Prinzip ein System habe, das alle Metadaten einerseits zusammensammelt, auch unterschiedliche Metadatenstandards verstehen kann. Deshalb jetzt der File oder die File von den einzelnen Verweissystemen zu diesem zentralen Austauschdienst. Und was der denn über offene Schnittstellen wieder tut, ist, diese Metadaten wieder zurückspiegeln. Das heißt, wenn ich als Beispiel Landesbildungsserver wieder sage, ich habe eigentlich das, was redaktionell irgendwie von mir beschrieben ist, die Materialien, dann kann ich mir beim Austauschservice dann die Daten auch noch holen, die an anderer Stelle vielleicht von Usern generiert worden sind. Oder ich kann die automatisch von irgendwelchen Systemen generierten Metadaten auch noch mit dazu nehmen. Das hat dann auch den Vorteil, dass eben Leute eben auch ganz spezifische Verweissysteme machen können. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel sage, mich interessiert diese große, weite OER-Welt nicht, kann ich aus diesem Riesenpool an Metadaten, der dann ist, sagen, da ziehe ich mir jetzt für mein Verweissystem nur das raus, was jetzt explizit zur MINT-Förderung geeignet ist. Und das reicht mir dann. Und der letzte Schritt, den dann auch über offene Schnittstellen so ein Metadatenaustauschdienst generieren könnte, wäre, dass eben auch die Repositorien selber wieder auf diese Daten zugreifen können. Das heißt, sie können gucken, ist das, was ich einfach mal ins Netz gestellt habe, von irgendeinem Redakteur mit Metadaten veredelt worden und welche sind das und kann ich die dazu tun? Oder gibt es User, die gesagt haben, da gebe ich 5 Sternchen oder schreibe einen tollen Kommentar und kann mir die auch wieder dazu holen, ohne die selber generieren zu müssen. Gut, also die Zielsetzung des Ganzen wäre einerseits, dass über so ein sehr vernetztes System insgesamt OERs besser gefunden werden können. Das heißt, ich muss als User nicht mehr zu 27 verschiedenen OER-Plattformen, sondern ich werde eben durch zentrale Suchdienste, die Verweissysteme zu möglichst vielen dieser Bildungsmaterialien hingeführt. Also eine höhere Sichtbarkeit der einzelnen Anbieter. Das Zweite ist, das habe ich gerade schon gesagt, ich kann zielgruppenspezifische Dienste aufbauen. Und das Dritte ist, dass Nutzende eigentlich über einfache Suchmechanismen drauf zugreifen können. Das Ganze, was ich gezeigt habe, sieht im ersten Moment verdammt komplex aus. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, da soll irgendwie ein Lehrer verstehen, was ist überhaupt ein Repositorium und was ist ein Referatorium und gibt es vielleicht auch Mischformen und dieser Metadatenstandards. Das sind alles Sachen, die letztendlich keinen Lehrer am Ende des Tages interessieren dürfen, sondern die Leute, die diese Verweissysteme bauen, dürfen auf diese Metadaten zugreifen und können dann entweder, wie der Ingo das gezeigt hat, über Taxonomien, über Verzeichnisbäume Suchmaschinen aufbauen oder können auch sagen, ich mache das einfach über einen Suchschlitz, hinter dem ein kluger Algorithmus steht. Das können dann unterschiedliche Leute sehr unterschiedlich machen. So, was wir auch noch in den Empfehlungen geschrieben haben, ist, wenn man sich diese ganzen kleinen blauen und orangen Kästchen anguckt, die ich eben aufgeschrieben habe, dann wird klar, das ist eine Sache, da sind viele, viele Leute dran beteiligt. Das ist nicht, was irgendwie 5 Leute in irgendeinem Büro machen können und dann ist es da, sondern alle wir, die wir Bildungsmaterialien produzieren, zur Verfügung stellen, redaktionell bearbeiten, verbreiten wollen, müssen da irgendwie mit ins Gespräch kommen. Und damit das funktionieren kann, haben wir so ein dreistufiges System aufgeschrieben. Das eine ist, dass wir sagen, wir brauchen irgendwo eine Koordinationsstelle, die diese ganzen Leute überhaupt erstmal miteinander ins Gespräch bringt. Also irgendjemand, der wirklich sagt, ich ruf die mal immer alle zusammen und sorgt dafür, dass wir miteinander reden und die letztendlich dann auch Beschlüsse, die man da in diesem Kreis gefasst hat, dann auch dokumentieren und sagen, das sind die Metadatenstandards, auf die wir uns geeinigt haben, das sind die, die es gibt, das sind die, auf die man übersetzen kann. Festlegungen sollten eigentlich nicht durch diese Koordinationsstelle gemacht werden, sondern da bräuchte man eigentlich einen größeren Kreis, wo man sagt, ich habe aus allen Bildungsbereichen und von großen Anbietern, von großen Verweissystemen, Leute, die zusammenkommen. Wir haben das mal Beirat genannt, die sich regelmäßig treffen, um einfach zu gucken, wie wollen wir dieses System, was wir eben beschrieben haben, auch weiterentwickeln. Und eigentlich am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass man sagt, die große, weite Community, auch die Leute, die vielleicht sich für OER interessieren, aber jetzt nicht so institutionell verankert sind, dass sie eben sich in solchen Gremien ewig aufhalten können, weil da vielleicht auch die Finanzierung nicht dafür da ist, weil man da Zeit und Geld für braucht, die werden über einen runden Tisch einbezogen, wo man dann wirklich über regelmäßige Treffen sagen kann, jeder, der sich irgendwie zu diesem Thema einbringen möchte, kann zusammenkommen und kann seine Meinung da sagen. Gut,
als letzte Folie nochmal eine Zusammenfassung der Empfehlungen. Die können wir dann quasi auch da stehen lassen. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren, bevor wir an die Thementische gehen. Dann können wir da noch drauf gucken und drüber reden. Also die eine Empfehlung ist tatsächlich zu sagen, wir müssen auch die Produktion und den Aufbau von Repositorien fördern, bevor man überhaupt an die Infrastrukturfragen geht. Und wir brauchen eine vernetzte Infrastruktur mit Repositorien, Verweissystemen und einem zentralen Austauschdienst, der wirklich als, ich finde, das ist so, dass also Metadaten-Austauschdienst hört sich manchmal ein bisschen komplex an, wenn man einfach sagt, wir brauchen wirklich ein gut gedachtes Übersetzungstool für Metadaten. Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht. Und wir müssen zielgruppengerechte Sucheinstiege machen können. Was ganz wichtig ist, dass eben so eine Infrastruktur nicht irgendwie von irgendwem gebaut wird, sondern dass sie letztendlich von einer großen Community getragen wird und dass wir eben die unterschiedlichen Aktivitäten der ganzen Leute eben koordinieren und dass wir Gremien schaffen, wo die wirklich strukturell und dauerhaft in den Austausch treten können. Wenn das gelingt, und das ist eigentlich das ganze Ziel, das Ziel des Ganzen, können wir dadurch dahin kommen, dass wir eine höhere Sichtbarkeit von OERs und eine bessere Auffindbarkeit haben und können dadurch letztendlich auch die Qualität nochmal steigern, weil wenn wir die ganzen Metadaten, die zu bestimmten OERs generiert werden, zusammenführen können, hat letztendlich am Ende des Tages der User auch ein viel besseres Kriterium zu sagen, welche Materialien sind für mich genau die richtigen, welche Materialien sind in welchen Kontexten schon eingesetzt worden und waren nützlich. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Das ist das, was wir dem BMBF aufgeschrieben haben, was wir ihm empfehlen würden auszuschreiben. Was die daraus irgendwann machen, das wissen wir nicht. Die haben es jetzt und lesen es und diskutieren es. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Minuten drüber zu reden oder sehen uns gleich oben an den Thementischen. Dankeschön. Haben wir noch irgendwie ein Mikro, was wir rumgeben können? Ich gebe dir mal das von der Doris. Ist das okay? Ja, funktioniert sogar. Meine Frage zielt auf die Anreicherung von Metadaten. Denn möglicherweise gibt es Fachcommunities, beispielsweise aus dem Bereich Mathematik, die sagen, zu diesen Metadaten, zu diesen Ressourcen möchten wir gern Unterrichtskonzepte auch noch zusätzlich dokumentieren. Wie habe ich im Unterricht eingesetzt? Was mache ich damit? Sollen diese erweiterten, ergänzten Metadaten wieder zurückgehen über diesen Metadaten-Austauschservice in den Gesamtpool? Genau, also ich hatte ja in dem einen Bild diese vier Verweissysteme am Rand und da könnte dann so eine Fachcommunity sagen, ich bereite die bei mir in einem Pool auf, gebe die in das zentrale, in den zentralen Dienst und jeder, der darauf zugreifen möchte, der zum Beispiel sagt, hey, ich mache eine besondere Sammlung für MINT, kann dann eben auch auf diese Daten zugreifen. Das ist eigentlich die Idee, dass man diese Metadaten auch möglichst breit zugänglich macht. Und das Ganze ist ja nur eine Idee, da kann man ja auch andere Meinung sein. War da eine Wortmeldung? Wenn wir da keine Fragen im Moment mehr haben, können wir das im kleinen Kreis gleich oben am Thementisch machen. Dankeschön.